Hallo und herzlich willkommen zum neuen Daily Shop Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Im ersten Slot haben wir heute einmal die Power Watch Skin. Richtig cooler Skin. Ist ein warmer OG. Glaube ich, ne? Außerdem Bennett ist heute dabei. Wir machen auch gleich einen Livestream weiß ich gerade gar nicht. Ja, auf jeden Fall 2000 V-Bucks ist ziemlich guter Preis. Dann Anarchie-Hacke. Also sieht auf jeden Fall gut aus. 800 V-Bucks. Mal sehen, wie der Sound ist. Hört sich so an wie ein Plastik-Sound. 800 V-Bucks. Also das Aussehen sieht super geil aus. Und 800 V-Bucks ist auch ein guter Preis. Dann Stage Drive. Dieses Gitter und so, richtig cool. Also richtig cooler Gleiter. 800 V-Bucks ist dabei auch richtig guter Preis. Dann haben wir heute dann auch die Pannenpaket. Ja, Pannenpaket. Achso, der Rucksack. Chaos Skin. Ist nicht schlecht. Der Skin ist nicht schlecht. Auch das Backpack ziemlich cool. Auch mit so einem komischen Toten oder was auch immer. Oder lebt er? Keine Ahnung. Irgend so ein Tier. Ziemlich cooler Skin. 1200 V-Bucks. Ziemlich geil. Dann ein richtig cooler Skin, finde ich. 1200 V-Bucks, der Rabatt-Skin. Richtig cooler Skin. Das Backpack sieht auch ziemlich cool aus. So ein Stachel oder so sind das. Sieht fast aus wie der Rostmeister-Skin aus Season 3. Auf jeden Fall 1200 V-Bucks, auch ziemlich cooler Preis. Wieso soll ich mir den kaufen? Ich feiere den nicht so wirklich. Achso, und dann noch einmal hier die Splitterschlag. Ziemlich coole Hacke, der Sound. Auch ziemlich cooler Sound. 800 V-Bucks, ziemlich guter Preis. Dann ein lilaner Hängegleiter. Schrottdüse. Ziemlich cooler Hängegleiter. 1200 V-Bucks, ein bisschen zu überteuert. Also sieht das auch nicht so cool aus. Ja. 1200 V-Bucks einfach irgendwie ein bisschen zu überteuert. Und einer der hässlichsten Skins. Richtig hässlich. Soll das überhaupt ein Astronaut sein? Nee, ich glaube, das ist Astronaut. Gefahrenagentin, ja. Ist richtig. Also der Preis ist schon wert, aber irgendwie das Skin sieht nicht so geil aus. Dann einmal der totaler Nullpunkt. Wieso heißt der so? Weil das wahrscheinlich dieser John Wick Skin ist, ne? John Wick, Alter, wie wird der genannt immer? Ach, ich weiß. Jerome Skin. Der sieht ziemlich scheiße aus. Die weibliche Variante sieht ziemlich cool aus. Aber dieses Muster ist ziemlich cool. 1200 V-Bucks ist auf jeden Fall preiswert. Dann einmal taktischer Spaten. Ziemlich coole Hacke. Der Sound. Richtig cooler Schaufel-Sound. 500 V-Bucks ist dabei auf jeden Fall preiswert. Dann einmal echt intensiv. Ziemlich cooles Emote, 800 V-Bucks ist auf jeden Fall da preiswert. Und dann schrullig. Ja, ziemlich cooles Emote. 500 V-Bucks ist dabei auch ziemlich preiswert. Und etwas Neues, heiß und kalt. Eine neue Lackierung.
für Waffen, Skins und so. 300 V-Bucks ist auf jeden Fall preiswert. Hier nochmal andere Modelle. Einmal das Fahrzeug, ziemlich geil. Soll ich mir das holen? Ja. Auf jeden Fall ziemlich cool. Die Lackierung. 300 V-Bucks würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich möchte mir das nicht jetzt holen, weil ich spare sehr, sehr viel für Skins im Moment. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Ja, den taktischen Spaten habe ich schon gezeigt. Ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video auf diesem Kanal verpasst. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao.